Ich freue mich, dass ich heute hier in Wistells Cello Musiksalon von Almut Krauser Wistell und Douglas Wistell meinen Roman Gesang der weißen Wände vorstellen darf. Lebten wir nicht zurzeit in einer Art Ausnahmezustand, dann wären wir hier nicht so allein heute, sondern wir hätten ein Publikum, dem ich in die Augen schauen könnte. Aber ich freue mich, dass Sie jetzt bei uns sind, wenn man das so sagen kann. Ich werde ganz einfach anfangen mit dem ersten Kapitel und zwischendrin ein wenig erzählen. Was vorüber ist, ist nicht vorüber. Es wächst weiter in deinen Zellen, ein Baum aus Tränen oder vergangenem Glück, rosa Auswände. Erfahrung bildet Narbengewebe, Arno Geiger, der alte König in seinem Exil. Erstes Kapitel, 1975, Esther. Komm, sagte der Affe, lass uns ein Tänzchen wagen. Was ist es, dass sie diesen Satz nicht mehr beiseite schieben kann? Ein alberner Satz, wie sie findet, nur wie kommt er in ihren Kopf? Affen spielen in ihrem Leben keine Rolle. Sie kann sich an keinen erinnern, der irgendetwas, und sei es noch so banal, mit ihr zu tun hat. Lass uns ein Tänzchen jetzt in ihrem Zustand. Sie wird wütend. So ein blöder, so ein gemeiner Satz. Alles verkehrt, oben, unten, verkehrt. Sie hängt ans Bettgestell gefesselt wie eine Verrückte, gefährlich für ihre Umwelt, das Fußende gekippt. Ganz oben kann sie ihre Fußspitzen ahnen. Alles weiß, die Decke, das Bett, die Laken, die Gipsschale unter ihr, die ihre Beine bis zu den Knien wie zur Kopulation auseinanderzwängt. Und das da an ihrem rechten Arm, es fühlt sich hart und kalt an, das drückt, das scheuert, ach ja. Die schläft ja tief, die ist ja noch völlig weg, die kann sich nicht wehren, also noch ein Gipslein gefällig. Aufgeschnitten haben sie sie. An der Hüfte, in der Gegend neben dem Po, wo es nicht so schaden kann, wo man genug davon hat. Knochen abgesäbelt, Ritsche, Ratsche, auf die unfertige, die nicht vollständige Wirbelsäule aufgepappt. Nun wachst mal schön zusammen, ihr Knöchelchen, dann wird alles gut. Unter der Gipsschale ein Holzgestell mit einem Loch, wo sie nun monatelang wird unter sich lassen müssen, in einen Topf, eine Gummimatte unter dem Po geschoben. Die Arme seitwärts zur Aufgabe bereit. Nur der Kopf und die Unterschenkel mit den Füßen auf je einem Matratzenteil, na bitte. Dazwischen das Holzgestell. Aufgebahrt, zur Begutachtung jederzeit bereit. Ein Tänzchen wagen, na warte, du Affenhund, dir werde ich's zeigen, wenn ich wieder eine Normalsterbliche bin, wenn das hier hinter mir liegt. Wir werden ein Tänzchen wagen, das dir Sehen und Hören vergeht. Ich werde dich und mich zu Schanden tanzen, aber ich werde tanzen. Leise Stimmen, noch sieht sie keine Farben, nur das Weiß um sich herum, auch in ihr weiße Kälte. Sie zittert. Warum gibt man ihr keine warme Decke? Es ist Winter, oder? Doch. Das weiß sie mit plötzlicher Entschlossenheit. Da draußen, hinter dem weißen Fenster, da ist Winter. Immer noch Winter. Und Wasser. Eine große Bucht. Dann ein Meer. Dann. Sie versinkt in ihre innere Welt. Da ist nur sie. Da kann sie sich auf sich verlassen. Da ist kein alberner Affe, kein alter, hutzeliger Professor, der sich in so eine dünne, junge Krankenschwester verguckt hat. Vorher. Wieder hatte sie bei ihrer neuen Volontariatsstelle nicht gewagt zu sagen, dass sie einen Schaden hat. So dachte sie über sich und die unvollendete, unvollständige, unfertige in ihrem Rücken. Für sie war es ein Schaden. Sie hatte gewusst, dass sie sich nun jede Woche einen Tag zum Gipsbettprobeliegen im Krankenhaus freinehmen musste. An den Wochenenden hätte der Professor nicht sein prüfendes Auge über die Gipsaufgebahrte schweifen lassen können. Nein, ich bin nicht behindert. Ich habe einen Schaden, ja, einen Geburtsschaden, und der wird in ein paar Monaten in diesem von mir weich gelegenen Gipsbett behoben sein. Sie schneiden und hobeln ein bisschen an mir und meinen Knochen herum,
Sie reparieren den Schaden, wie man ein Auto repariert. Die haben das gelernt, die können das. Und dann bin ich ein Mensch wie alle anderen auch. Der Professor hat einen Namen, der kann das. Und nun sah sie, wie der mit dem Namen Professor der dünnen Stielaugen hinterherwarf. Er hatte wenig Sinn mehr für Esther und ihren Schaden. Meine Kleine, was bildet der sich ein? Sie war seit 3 Monaten 18, hatte ein blendendes Abitur hingelegt, bereitete sich mit dem Volontariat beim Kieler Tagblatt auf ihr Journalistikstudium vor. München hatte sie sich ausgesucht, da wollte sie hin. Dann, wenn sie wie jeder normale Mensch leben würde. Dann. Der Professor heiratete die Dünne 1 Woche vor ihrer Operation. Was konnte man da erwarten? Erst musste er die Hochzeit organisieren, dann wurde die dünne Frau Professor und wartete jeden Tag auf ihn zum Tennis. Er vergaß Esther, meine Kleine. Nach der Operation in ihrem weißen Hochzeitsgipsbett. Sie hatte nur noch leise geröchelt, als ein freundlicher Zufall den Oberarzt zu ihr ins Zimmer spülte, der sofort das Fußende des Bettgestells nach oben riss, nach einer Schwester schrie, nach einer Infusion, sie mit Hilfe von 2 Pflegern an dem Gestell festschnallte, ihr den rechten Arm in Gips legte, damit sie sich in ihrer weißen Narkoseunschuld nicht die Nadel herausreißen konnte. Der Oberarzt schenkte ihr dieses zurechtgeflickte Leben. Esther, meine Kleine. Esther ist die Tochter von Olga. Olga ist bei der Zeugung von Esther 15 Jahre alt. Viertes Kapitel. Im hellen Licht sah Esther noch zerbrechlicher aus, als Sebastian sie in Erinnerung hatte. Klein, ja, mager, mit ihren großen, braunen, fast schwarzen Augen, die zweifelnd, misstrauisch ins Helle starrten. Die dunklen, wilden Haare unter der unschönen Mütze verstaut, die ganze Person wie notdürftig verpackt, in den von einer Schwester ausgeliehenen Jogginganzug gestopft, der ihr Halt geben sollte. Den Halt brauchte sie. Es war ihr erster Versuch, sich ohne Gehhilfe im Park des Krankenhauses zu bewegen. Sie hatte geübt, jeden Tag, verbissen. Erst die wackeligen Schritte vom Bett zum Waschbecken, dann die Schritte zurück zum Bett. War das eine Freude. Sie hätte laut schreien mögen. 4, fast 5 Monate, 124 Tage und Nächte bewegungslos. Nur den Kopf und die Hände und dann auch mal die Füße gerollt. Schlaft, dreht euch, aber bitte nur ihr beiden da unten und ihr beiden da an den Armen dran. Und du, Kopf, jetzt einmal rechts, jetzt links, bitteschön. Und nun schlaft gefälligst ihr nicht benutzten Gliedmaßen, ihr eingetrockneten Blutbahnen. Herz, du, schlag langsamer, lass auch die Gedanken zufrieden. Lass mich zufrieden. Von Kindheit an ist Esther im Leben von Sebastian, Sohn von Nette, seiner sich ungeliebt fühlenden Mutter, die den Sohn zu einem besonderen Musiker hochstilisiert, ihm jedoch keine Möglichkeit bietet, sich zu vertrauen.
der in seiner kleinen Welt rotiert, egal was in der Welt um ihn herum geschieht, der in der Liebe zu Esther verfangen ist, die seine Rettung zu sein hat. So wie seine Mutter Nette sich ihre durch seinen Musikerfolg erhofft. Zweites Kapitel, 1967. Mama, ich werde ein berühmter Musiker sein. Stolz hielt Sebastian der Mutter seine kleine Klarinette entgegen. Er hatte soeben einen schweren Satz von Schumann fehlerfrei gespielt. Sie hatte aufgehorcht. Durch die stets geschlossene Tür hörte sie die Töne, die ihr Sohn bei den wöchentlichen Musikstunden produzierte. Da kam er auch schon durch die Tür gestürmt. Das musste er ihr mitteilen. Der Protest der Musiklehrerin, egal. Er wollte, dass die Mutter ihn lobte. 9 Jahre war er alt. Nun mache ich wieder einen Sprung und lese aus dem 15. Kapitel über Esthers Mutter Olga und deren Mutter Pauline, die Olga ermöglicht, das Kind Esther zu bekommen. Das Wolkenkind, auch wenn es den Vater nicht gibt, denn Olga weiß weder seinen Namen noch wo er herkommt. 15. Kapitel, 1961. Mama, lass mich los. Ich will laufen. Lass los, Mama, lass los. Esther, klein, zu klein für ihr Alter, zerrt an der Hand der Mutter, die ihre kleine Hand umklammert, nicht lässt, nicht allein auf die Straße, nicht ins Leben, noch nicht. Die Mutter, auch nicht gerade groß, muss sich bücken, so klein ist das Kind, immer noch so klein. 4 Jahre ist es jetzt alt. Hat die Mutter schon immer gewusst, dass Esther anders ist? Olga hat sie genommen, wie sie war, hat sie wie einen netten Gast staunend bei sich aufgenommen. Sie war ja selber fast noch ein Kind. Pauline, die Großmutter, ertrug die Schande, die auf den Namen Esther hörte, mit stiller Freude. Sie war es, die ihre Tochter ermutigt hatte, das Kind zu bekommen. Das Kind bekam also ein Kind. Wieder ein Sprung. Hier erzähle ich, wie es dazu kam. Sie war sofort verliebt. Sie kannte den Jungen nicht. Schön war er, ein bisschen zigeunerhaft. Ein Geheimnis umgab ihn, das machte ihn aufregend. Sie sah ihm mit offenem Mund zu, wie er auf dem Schlappseil tanzte. So etwas hatte sie noch nie gesehen. Er hatte einen schwarzen, verknautschten Hut auf den Locken, die ihm lang über den Rücken hingen, zerzaust und verfilzt. Olga starrte ihn an. Unbeweglich stand sie, als er mit einem kleinen Salto knapp neben ihr auf dem Boden landete. Sein Hut war ihr vor die Füße gefallen. Wie in Zeitlupe hob sie ihn auf und hielt ihn dem Jungen hin. Er lachte, griff sie bei der Hand und zog sie zum Riesenrad, das, wie nur auf sie wartend, stillstand. Er war frech, er traute sich. Er traute sich, sie zu verführen, einfach so. Er half ihr in die schaukelnde Gondel. Sie stolperte, erfasste ihren Oberarm und setzte sie mit einem Druck, der fast wehtat, auf die Bank, ließ sich auf die Bank ihr gegenüberfallen und sah ihr starr in die Augen, bis sich ein Lächeln in die Mundwinkel einschlich, ganz langsam. Er ließ den Blick nicht von ihren Augen, sie fühlte sich eingesperrt und doch auch wie in die Luft gehoben, so wie das Riesenrad sie beide nun hoch in den Himmel hob. Sie spürte die harte Bank nicht, sie spürte die Höhe nicht, sie starrte angestrengt zurück. Nur wollte ihr kein Lächeln gelingen. Als sie oben auf dem höchsten Punkt der Achse angekommen waren, das Riesenrad leise zitternd innehielt für einen unendlich lang dauernden Moment, nahm er leicht ihre Hände und zog sie zu sich auf den Boden,
zwischen den Bänken. Die Gondel schaukelte leicht im Wind. Sie spürte es nicht. Sie war seit 2 Monaten 15 Jahre alt, hatte sich vor einer Woche für die Ausbildung zur Physiotherapeutin entschieden und verliebte sich gerade unsterblich in einen geheimnisvollen Fremdling. Was sollte daraus werden? Er sprach nicht mit ihr. Beide waren sie stumm. 3 Tage stumm. Nur sein Lächeln, es zwang sie hin zum Festplatz. Gleich nach der Schule rannte sie, kam atemlos an, stand vor seinem Seil. Er tanzte für sie, nur für sie. Und wieder trug sie das Riesenrad in die lichte Höhe. Seinen Namen wusste sie nicht. Welche Sprache er sprach, wusste sie nicht. Er war nach 3 Tagen verschwunden. Das Riesenrad auch. Umspannt die Jahre 1957, ist das Geburt, bis 2001, da ist sie 44. Nach einem Autounfall, bei dem sie ihr ungeborenes Kind verliert, trennt sie sich von Sebastian. Später erleben wir Sebastians Selbstfindungsversuch, angespornt durch die zufällige intensive Bekanntschaft mit dem Psychotherapeuten Dr. Nedmirov, der ihm immer unangenehmere Fragen stellt, zu dem er aber gerade dadurch Vertrauen gewinnt. Er geht spät, unbeholfen, auf die Suche nach dem, was er wirklich erwartet von seinem Leben. Ich hatte zu Beginn den Titel »Die Unvollendeten« im Kopf, doch der war vergeben. Unvollendet in zweifachem Sinn. Esthers unvollendete Wirbelsäule und Sebastians Nichtwissen, wer bin ich? Träume nicht einmal sich selber eingestehen, also auch nicht verwirklichen können. Nie mit sich zufrieden sein. Lieber vor sich davonlaufen. Kapitel. Ich liebe meinen Beruf nicht. Ich liebe die Musik nicht. Ich liebe meine Mutter nicht. Ich liebe mich nicht. Ich liebe die Welt nicht. Sie ist mir egal. Alles, was täglich in der Welt passiert. Es ist mir egal. Sollen sie sich doch alle umbringen mit all dem Waffenzeugs und der kaputten Umwelt und mich mit, ja. Er brüllt jetzt fast. Ja, mich zuallererst, mich zuerst. Ich stelle mich gleich vorne an, wenn's losgeht. Hier, hier bin ich. Fangt mit mir an. Ich bin der Versager, ich. Die Stimme bleibt ihm stecken. Knallrot ist er geworden. Dr. Nedmirov greift nach dem Blutdruckmesser, steht auf, setzt sich neben Sebastian, krempelt ihm den linken Ärmel hoch und legt die Manschette um seinen Oberarm. Er sagt nichts, pumpt den Blasebalg auf und schaut auf die Anzeige. Sebastian ist so verblüfft, dass er ganz ruhig wird. Er starrt Dr. Nedmirov an. Und als der sagt, der Druck ist aber gewaltig erhöht, mein Lieber, lacht er, lacht laut und unschön, bricht dann abrupt ab. Sein Gesicht zeigt langsam wieder die normale Farbe. Die Stimme, die jetzt spricht, ist die eines Fremden, alt und brüchig. Jeden Tag sage ich mir, du bist ein Idiot. Jeden Tag, immer wieder. Warum? Warum, Dr. Nedmirov? Ja, warum? Fragt er zurück und sieht Sebastian voll Wissbegier an. Weil ich ein Ausputzer bin. Ein Ausputzer? Was ist das? Das ist kein Was, das ist ein Wer. Ein Wer?
Was? Diesmal fangen beide laut an zu lachen, bis Sebastian völlig leer und ausgepumpt ist. Er legt sich entspannt in den Sessel zurück und beginnt zu erzählen. Endlich zu erzählen. Ich mache jetzt wieder einen großen Sprung. 2001. Esther begleitet ihre Mutter Olga bis zu deren Tod. Erfährt erst jetzt die ganze Geschichte des nie vorhandenen Vaters und ihrer Zeugung. Auf Hiddensee treffen sie auf Johannes, der Olga auf der Suche nach Esthers Vater vor Jahren behilflich gewesen war. Lass uns ein Tänzchen wagen. War es das? Aber mehr möchte ich jetzt eigentlich nicht verraten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Gesang der Weißen Wände ist im Palm Art Press Verlag hier in Berlin erschienen, ebenso das Hörbuch. Zu haben in der Buchhandlung Ihres Vertrauens oder auch hier in der virtuellen Welt.